Wichtig. Ich begrüße nochmal zu diesem Bürgerclub zur Bundestagswahl 2021 meinen Gast heute Abend, Herrn Kastriot Krasniqi, den Direktkandidaten der SPD für den Wahlkreis 100. Schöne runde Zahl für den rheinisch-bergischen Kreis. Herr Krasniqi, wir hatten in der vergangenen Woche schon das Vergnügen bei der Wahlarena mit noch ein paar anderen Kandidaten. Damals hatten Sie erzählt, vor wenigen Tagen, dass Sie mit 14,5 Jahren in die SPD eingetreten sind. Das ist ein relativ junges Alter für eine Parteimitgliedschaft. Können Sie vielleicht einfach noch mal kurz erzählen, was Ihre persönliche Geschichte mit der SPD ist? Ich möchte noch mal die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu danken, dem Bürgerportal zu danken, dass wir Kandidierenden die Gelegenheit bekommen, unsere Ideen vorzustellen, unsere Vorstellungen, die wir nach Berlin nehmen möchten. Gerade in der Corona-Pandemie ist der Austausch mit den Menschen etwas schwieriger. Von daher, jede Gelegenheit, die sich ergibt, ist da wirklich super. Deswegen danke nochmal an Sie und Ihr Team. Wie bin ich zur SPD gekommen? 2008 ist das gewesen. Ich war damals in der Schule, in der Schülervertretung aktiv, irgendwann auch dann als Schülersprecher an der Gesamtschule in Paffrath. Und mich haben immer Dinge in der Schulpolitik gestört. Und ich erinnere mich noch an einen Aufkleber der NRW-SPD. Da war Barbara Sommer drauf abgebildet und es hieß, wir wollen Sommerferien. Mhm. Barbara Sommer, der Name, wir wollen Sommerferien. Und irgendwie hat mich das geprägt, weil da der Anschluss zu mir als Schüler von der NRW-SPD doch sehr nah und sehr greifbar war, etwas in der Bildungspolitik zu verändern. Es ging um so Dinge wie Kopfnoten und all so Sachen, die mich gestört haben. Und dann fängt man irgendwie mit 14,5 Jahren in diesem jugendlichen Leichtsinn an zu überlegen, was kannst du tun? Oder wie kannst du das Ganze ändern? Und natürlich kann man auf Demonstrationen gehen, man kann an Kundgebungen teilnehmen, aber die Entscheidungen und die Regeln, die werden in den Parlamenten geändert und in der Regel durch Parteien. Das war der Grund für mich, mich zu informieren, und ich bin dann durch die Stadt gegangen und habe mich am Wahlstand der SPD ganz klassisch informiert und habe dann den Weg noch im Parteibüro, das in der Innenstadt war, in Bergisch Gladbach. Die SPD ist jetzt umgezogen, mit ihrem Büro dann anzuklingeln und zu sagen, ich möchte in die SPD eintreten, und unsere Mitarbeiter im Parteibüro erinnert sich heute noch dran, als sie runtergeguckt hat, gesagt habe, ich möchte in die SPD eintreten, und sie gesagt hat, ja, dann komm doch hoch. Also ganz verrückt, irgendwie, sie hat sie heute zuletzt getroffen und dann sagt sie, erinnerst du dich noch, als du an der Tür geklingelt hast und plötzlich hängt dein Bild überall und jetzt machst du mir so viel Arbeit mit deiner Kandidatur, aber gut, dass du es geworden bist. Gut, ja, vor 14 Jahren sagten Sie, das ist sozusagen Ihr halbes Leben mittlerweile in der SPD. Ja. Die SPD hat in der Zeit auch eine ganze Menge erlebt. Ich wüsste jetzt nicht, ich könnte die Vorsitzende dieser Jahre nicht herunterbeten, das war eine ganze Menge. Haben Sie sich immer wohlgefühlt in der SPD? Wie fühlen Sie sich jetzt, heute? Keine Partei, behaupte ich, spiegelt das eigene Bild zu 100% wider. Sonst bräuchten Sie eine Ein-Mann-Partei. Mhm. Politik ist immer Kompromiss. Und die Mitgliedschaft in einer Partei ist auch Kompromiss. Sie können nicht mit allen Dingen zu 100% einverstanden sein, aber die größte Schnittmenge, die sich für mich ergeben hat, die habe ich immer in der SPD als meine politische Heimat gesehen. Es gab Zeiten, da war es nicht so schön gewesen, und im Moment fühlt man vielleicht auch durch die Umfragen und durch die Stimmung an sich im Land, dass der Wille zur Veränderung gekommen ist, fühle ich mich persönlich, und das bekomme ich auch von vielen Parteifreunden wieder gespiegelt, im Aufwind. Also man merkt die Kraft, das zieht einen irgendwie mit. Gut, das ist jetzt eine Beschreibung der allerletzten Tage, vielleicht Wochen, dieser Aufwind, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen, auf die allgemeine politische Lage. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen bei der Person bleiben. Sie haben einen Migrationshintergrund. Ist das für Sie angenehm, wenn man danach fragt? Ist das eine heikle Geschichte? Also wir überlegen uns natürlich immer wieder, machen wir das zum Thema, machen wir es nicht zum Thema. Bei Ihnen ist es durch den Namen eindeutig. Sie engagieren sich ja auch. Sie sind Vorsitzender des Integrationsrates der Stadt Bergisch Gladbach. Welche Rolle spielt das für diese Kandidatur und für Ihr politisches Engagement? Mir ist das nicht unangenehm, wenn jemand danach fragt. Schwierig wird es nur, und das erlebe ich sehr oft, gerade bei älteren Mitmenschen, und das nehme ich den Leuten auch nicht übel. Die Situation, die mir zuletzt passiert ist in der Stadt, wurde ich nach dem Weg gefragt, und automatisch
wird dann gesagt, Mensch, Sie sprechen aber gut Deutsch. Das Problem ist, glaube ich, in den Köpfen, dass man unterstellt, was auch gar nicht böse gemeint ist, dass man die deutsche Sprache nicht beherrscht, warum auch immer. Weil es vielleicht einige negative Beispiele gibt, in denen es so ist. Aber auch das nehme ich den Menschen nicht übel. Auch wenn sie danach fragen, ich bringe das mit, ich empfinde das als große Bereicherung. Ich bringe halt gewisse Dinge mit, die haben andere Kandidierende nicht. Ich bringe Fluchterfahrung mit, ich bringe Erfahrung mit, wenn man in einem Land ganz neu ankommt. Ich war noch ein kleines Kind, aber ich habe eben sehr, sehr viel von meinen Eltern wiedergespiegelt bekommen. Mhm. Auch was es heißt, schwer Wurzeln schlagen zu können und sich integrieren zu können und dann eine Gemeinschaft zu haben, die einen mitnimmt, die einen mitreißt und wirklich von der vom Kindergarten bis zur Endstation Schulausbildung, sage ich mal, dann auch fördert. Das war mein großes Glück gewesen. Ist jetzt, wenn wir mal die Jahre der Flüchtlingsankunft, der 2015, der Folgejahre, wenn wir es mal ein bisschen ausklammern, ist Integration insgesamt in der deutschen Gesellschaft, in der Bergisch-Gladbacher Gesellschaft noch ein sehr großes Thema, ein Thema, das mit Konflikten, mit Defiziten behaftet sind, oder ist das mittlerweile eins von vielen, das man zwar behandeln und betrachten muss, aber das nicht mehr so im Vordergrund steht? Ich glaube, wir müssen unseren Fokus auch darauf setzen. Ganz abgeschlossen wird das nie sein. Es kommen immer wieder Menschen zu uns, egal aus welchem Grund. Und der Prozess Integration kann nie abgeschlossen sein. Es muss halt zu unserem Selbstverständnis gehören, dass wenn Menschen zu uns kommen, die Menschen haben zwar auch eine Hohlschuld, mhm, aber es gibt auch eine Bringschuld, so will ich das mal nennen, dass wir uns offen zeigen, dass wir Angebote anbieten. Ich sage mal dazu niedrigschwellige Sprachangebote. Mhm. Das fängt ja damit an, wenn Sie die Sprache nicht beherrschen, dann finden Sie gar keinen Zugang, egal ob das Wohnungsmarkt ist, Arbeitsmarkt, wo auch immer. Also wenn die Sprache nicht erlernt werden kann, dann hat Integration im Allgemeinen keinen Sinn. Und darin sehe ich auch meine Verpflichtung mit vielen Kolleginnen und Kollegen im Integrationsrat. Ich bin heute nicht für den Integrationsrat hier, aber ich will es trotzdem anschneiden, dass wir das zum Selbstverständnis in der Bergisch-Gladbacher Kommunalpolitik machen. Ja. Gut, soweit zur Person, zur Politik. Wenn Sie jetzt mal einen Schritt zurücktreten, was ist für Sie das ganz große Thema in diesem Wahlkampf, aber eben nicht nur im Wahlkampf, sondern überhaupt also für dieses Land in dieser Zeit? Was, wenn Sie ein großes Thema herausgreifen müssen und sagen, wenn ich jetzt mich tatsächlich komplett auf ein Thema konzentrieren müsste, welches wäre das? Es ist tatsächlich schwierig, Ihre Frage, da ein Thema zu nennen, aber ein ganz, ganz großes Thema. Und ich sage es trotzdem, neben dem Klimaschutz ist eben, Olaf Scholz sagt immer wieder Respekt dazu. Mhm. Der Zusammenhalt der Gesellschaft. Und unter Respekt fällt Zusammenhalt der Gesellschaft. Faire Entlohnung von Menschen, die in unserem Land arbeiten, sichere und stabile Renten, dass die schwachen Menschen in unserer Gesellschaft, und die gibt es leider noch, auch mitgenommen werden in dieser, ich sage es einfach, wir leben in einer verrückten Zeit. Mhm. Also Sie müssen einfach mal nach Nachrichten suchen und in der Regel hören Sie leider keine guten Dinge. Und dass alle Menschen gleichermaßen mitgenommen werden, das ist, glaube ich, der Grund, auch warum ich Politik mache, dass wir versuchen, es kann nicht immer allen gleich gut gehen, aber wir müssen versuchen, dass wir so viele Menschen wie möglich mitnehmen und die Lebensumstände verbessern. Ist dann Respekt nicht ein anderes Vokabel für soziale Gerechtigkeit? Also die Themen, die Sie gerade aufgezählt haben, würde ich sagen, kann man zu 80-90% zu das packen, was wir früher im Programm unter dem Thema Soziales oder soziale Gerechtigkeit gefunden hatte. Wo kommt dieser andere Zungenschlag her, dieser andere Begriff? Sie haben natürlich recht, genauso kann man das übersetzen. Ich glaube, wir setzen den Fokus jetzt, das unterscheidet uns von den Wahlkämpfen und den Jahren vorher, dass wir jetzt auch das Thema Klima nicht außer Betracht lassen wollen. Aber ganz, ganz wichtig, das Thema Klima und Klimaschutz muss für alle leistbar sein. Das ergänzt das Thema Respekt vielleicht. Das ist gut, aber bleiben wir nochmal bei dem Punkt Respekt. Also ich meine, man kennt natürlich die klassischen sozialdemokratischen Themen. Da fällt im Moment Mindestlohn mit hinein, Arbeitsschutz, Streikrecht. Was auch immer, also das, was eben halt von Anfang an die Themen, die großen Themen der SPD waren. Das wird nun nicht mehr plakatiert, also zum Beispiel könnte man ja Mindestlohn, was ja eine zentrale Frage ist, plakatieren, sondern da steht das eine Wort Respekt. Was genau
beinhaltet das. Natürlich würde jeder sagen, ich bin dafür, dass mehr Respekt in der Gesellschaft, mehr Respekt für die Polizei, mehr Respekt für die Älteren, mehr Respekt für die Journalisten. Ich weiß nicht, was da fällt. Natürlich jedem was dazu ein. Aber was heißt das für Sie und für die SPD im Kern? Warum ist es das, was so im Zentrum der, zumindest des optischen Wahlkampfes steht? Für mich und für die SPD bedeutet Respekt ganz konkret Wertschätzung. Wertschätzung der Menschen, die in diesem Land arbeiten, die in diesem Land schaffen, die sich in diesem Land einbringen. Und Respekt vielleicht als sehr prägnantes Wort, um auf die Corona-Pandemie zu sprechen zu kommen. Es gab sehr, sehr viele Menschen und nicht nur Krankenpfleger, sondern auch medizinisches Personal, die sich sehr stark eingebracht haben in dieser Gesellschaft. Und wir, Sie und ich und die Menschen da draußen an den Empfangsgeräten und die Menschen, die jetzt gerade zufällig nicht dabei sind, die haben versucht, ihren Respekt zu zollen durch Applaus. Ja. Ne, ganz plakativ, wir haben von unseren Balkonen, von unseren Terrassen, aus unseren Fenstern raus applaudiert, aber das reicht eben nicht. Und die SPD möchte mit dem Titel Respekt, mit dem Wort Respekt deutlich machen, dass jeder Mensch in diesem Land einen Beitrag leistet und dieser Beitrag muss honoriert werden. Wie konkret würde sich das dann zeigen? Wie setzt sich das um in Politik? Ich würde jetzt mal fast, dass dieser Applaus war ja eigentlich eher so eine Art Dankbarkeitsbezeugung, mit vielleicht dem Versprechen, auch mal was zu ändern. Ich glaube, viele von diesen Menschen sagen heute, es hat sich leider nichts geändert für uns als Krankenpfleger, für uns als Kita-Erzieher. Es ist genauso wie vor 2 Jahren und ob es in 2 Jahren wieder besser ist. Was verspricht uns die SPD da und wie will sie das umsetzen? Zunächst einmal verspricht die SPD ganz allgemein, branchenunabhängig, einen Mindestlohn von 12 Euro. Das ist eine ganze Menge im Vergleich zu jetzt. Dass es überhaupt den Mindestlohn gibt, ist eine SPD-Errungenschaft. Und dann geht es eben darum, für das medizinische Personal, für das pflegerische Personal, die Löhne anzuheben. Mhm. Da geht es darum, dass medizinisches Personal viel, viel mehr ausgebildet werden muss. Es gibt Krankenhäuser in den Nachtschichten, da sitzen 1-2 Personen und die kümmern sich um ganze Stationen. Das heißt, die Arbeitsbelastung an sich durch zu wenig Personal. Dann eben, dass es Lohnsteigerung geben muss. Also nicht nur den Applaus, sondern womit kann man arbeitenden Menschen unter anderem einen Gefallen tun, indem man die Löhne und Gehälter anhebt. Das sind so Dinge, die wir ganz konkret mit anpacken möchten. Und das geht auch, indem man zum Beispiel die Pflegekassen oder die Krankenkassen dazu verpflichtet, dass Leistungen nur übernommen werden, wenn Tariflöhne gezahlt werden oder wenn die Arbeitsumstände zum Beispiel so gut sind, dass es für die Menschen, die sich jeden Tag einbringen, und das hat das medizinische Personal gerade jetzt für uns alle ja sichtbar in der Corona-Pandemie getan, und dass das honoriert wird, das ist die Aufgabe der SPD nach der Bundestagswahl. Mhm. Die Leute, sie haben recht, die Leute merken jetzt aktuell nicht so viel, aber wir möchten das unbedingt nach der Bundestagswahl ändern mit einer neuen Regierung, die dann hoffentlich nach dem September, nach dem Wahltag dann im Amt ist. Auf den Pflegestationen, das große Problem ist ja, Sie haben gesagt, da sitzen 2 Leute, aber das hat ja weniger mit der Ausbildung zu tun, als auch was ja mit dem großen Fachkräftemangel in diesen Bereichen oder überhaupt dem Personalmangel in diesen Bereichen zu tun. Das geht sicherlich zum Teil darauf zurück, dass die Entlohnung relativ schlecht ist. So ganz so schlecht ist sie vielleicht gar nicht in den tatsächlich fest angestellten Krankenhauspersonal. Aber eben auch auf die schiere Not an Mangel an Personen, die eben halt dann noch in solchen Corona-Zeiten ja auch zum Teil selber ausfallen. Wirken da Lohnerhöhungen und vor allen Dingen auch ein höherer Mindestlohn nicht auch kontraproduktiv? In dem Sinne, dass die Arbeitgeber eher dann weniger Personal einsetzen und die Arbeit eben halt dann von weniger Schultern getragen werden muss, von noch weniger Schultern. Im medizinischen Bereich muss ich Ihnen, im medizinisch-pflegerischen Bereich muss ich Ihnen widersprechen, weil es gibt Vorstellungen, dass Roboter irgendwann die Pflege übernehmen können. In gewissen Ländern mag das vielleicht erprobt werden. Ich glaube, dass das bei uns. Naja, gut, die Alternative zu Robotern wäre eben halt überhaupt keine Pflegekraft. Also sprich, normalerweise sitzen 3 auf der Station, dann würden jemand nur noch 2 oder nur noch ein einziger da sitzen. Weil eben halt die Personalkosten so hoch sind, dass die private Klinik oder auch der private Träger eben auch da wieder an der Kostenschraube dreht. Vielleicht. Aber das ist ja immer der Punkt. Bei Mindestlöhnen, bei Niedriglöhnen, sobald man daran dreht oder sich stark erhöht, ist der Impuls oder der Anreiz, die Arbeitskräfte einzusparen, deutlich höher. Und es gibt ja auch eine ganze Menge von Arbeitgebern, die sagen,
ich komme mit einem Mindestlohn von 10 Euro vielleicht noch so eben hin, aber bei 12 Euro rechnet sich das für mich nicht mehr. Die Alternative ist dann eher, die Leute gar nicht mehr zu beschäftigen. Zur Wahrheit gehört eben auch dazu, weil Sie das Gegenargument ansprechen, dass Leistungen auch teurer werden müssen. Wenn die Löhne und Gehälter steigen, ich mache kein Geheimnis draus, es wäre gelogen, wenn ich den Wählerinnen und Wählern sage, wir zahlen mehr Gehälter, aber das Endprodukt, egal ob das die Pflege ist oder irgendeine Dienstleistung, die wir erhalten, die bleibt genau gleich. Ich glaube aber, dass in Relation gesehen, dass die Kosten nicht so sehr steigen, dass sich das nicht lohnt bzw. rechnet. Speziell im Gesundheitsbereich müssen wir vielleicht in unserem eigenen Bewusstsein, zumindest ist das mein Bewusstsein und mein Verständnis, dass es mit Gesundheit zu keiner Kommerzialisierung kommen darf. Krankenhäuser können ihre Gewinne erwirtschaften und Pflegeeinrichtungen, glaube ich, ist auch in Ordnung, aber der Fokus darf nicht auf die Rendite liegen, um es mal so zu sagen. Irgendwann kommen wir hoffentlich alle in die Situation, dass wir alt und krank werden und dann auf Pflege und Hilfe der Menschen, die diese Arbeit verrichten, ist auch nicht jedermanns Sache eben. Ja. Also unser Gesundheitssystem hat sich ja in den letzten Jahren sehr stark in Richtung Kommerzialisierung und nach wirtschaftlichen Faktoren ausgerichtetes System entwickelt. Im Moment hat ja das britische Gesundheitssystem, das staatliche Gesundheitssystem wieder viele, viele Anhänger gefunden. Sind wir da zu weit gegangen? Müssten wir aus Ihrer Sicht wieder zurück zu einem sehr viel stärkeren staatlichen Gesundheitssystem? Ich bin ganz stark dafür. Ich bin ganz stark für eine Bürgerversicherung in ein Gesundheitssystem, in dem alle Menschen, die in diesem Land arbeiten, einzahlen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das zur Beitragsstabilität der Beiträge führt und eben die staatlichen Zuschüsse, die ja in Milliardenhöhe liegen, die der Staat dann den Gesundheitsfonds überweisen muss, dass die auch geringer werden. Das britische Gesundheitssystem ist speziell, es ist ja auch so, dass sie sich teilweise nur einen bestimmten Arzt aussuchen dürfen. Davon würde ich vielleicht abgehen. Es wäre dem deutschen Gesundheitssystem aber genug getan, wenn alle Menschen einzahlen. Wir als Sozialdemokraten möchten auch integrierte Versorgungszentren, gerade bei uns im Land, dass sich Ärzte, ambulante Operationen, stationäre Behandlungen, Heilbehandlungen, dass die an einem Ort durchgeführt werden können. Dass wir da nicht so viel verstreut haben oder Krankenhäuser in großen Zentren, sondern dass die zusammengefasst sind, auch in der Region. Das würde zu Kosteneinsparungen führen. Gut, bleiben wir noch mal einen Moment beim Thema Sozialpolitik. Ein Thema, das so ein bisschen, habe ich mein Gefühl, seit dem vergangenen Jahr aus dem Fokus gerückt ist oder seit dem vergangenen Wahlkampf, ist das Thema Wohnen, bezahlbarer Wohnraum, Unterbringung der Menschen in vernünftigen Verhältnissen innerhalb der Großstädte. Das ist ja etwas, was doch in den letzten Wahlkämpfen, gerade auch bei der SPD, eine sehr große Rolle gespielt hat. Nehme ich es im Moment nur nicht mehr wahr? Ist dieses Thema gelöst in der Regierungszeit der rot-grünen Koalition oder wo stehen wir da heute? Also jeder von uns verfolgt ja die Presse und die Medien und der ein oder andere, der sich eine Wohnung sucht, der weiß, wie schwierig das ist. Ich bekomme es immer wieder auch im Freundeskreis zu hören. Probleme sind da nicht gelöst. Wir als Sozialdemokraten möchten, dass jedes Jahr 100.000 Sozialwohnungen gebaut werden. Dass Kommunen und Städte die Möglichkeit bekommen, ein Vorkaufsrecht zu Sonderkonditionen, möchte ich es nennen, erhalten, Gelände aufzukaufen und da Sozialwohnungen zu bauen. Dass in angespannten Gegenden, dass die Mieten da nur im Rahmen der Inflation gesteigert werden können. Dass man da jetzt nicht völlig unabhängig von irgendeinem Richtwert da Mieten steigert und Menschen da plötzlich verdrängt werden aus ihren Wohnungen. Es ist viel zu tun. Wir merken, dass wir sehr wenige Wohnungen haben und dass die Preise durch die Decke schießen. Und das ist eben neben dem Thema Respekt und Klima auch eine wichtige Aufgabe. Weil am Ende des Tages, egal wo wir arbeiten, wo wir unsere Freizeit verbringen, Wohnung ist ein Stück Heimat. Und am Ende des Abends gehen wir alle nach Hause und haben unsere Wohnung als unser Heim. Und wenn Sie in beengten Wohnungen leben, wenn Sie in maroden Wohnungen leben, wenn Sie überhaupt Schwierigkeiten haben, die Welt zu erreichen, weil Sie ganz abseits wohnen, dann ist das schon eine Misere, die wir in den nächsten Jahren unbedingt anpacken und hoffentlich dann auch effizient lösen können. Das Problem ist, glaube ich, wirklich bekannt und von vielen wird es akut gespürt.
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Also der Mangel an Bauplatz zum Beispiel, sehr schnell steigende Rohstoff- und damit Baukosten. Das ist ja ein riesiger Komplex. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, das Angebot der SPD bzw. der Plan der SPD ist dann ein stärker staatlicher Eingriff, also im Sinne von stärkere staatliche Aktivität, dass Kommunen selber bauen, selber wieder zu Vermietern werden und zum anderen aber auch ein stärkerer Eingriff in die Marktkräfte im Sinne von Regulierung der Mieten. Das ist so. Ganz genau. Okay, gut. Dann komme ich auch zu einem verwandten Thema vielleicht. Also ich muss deshalb auch gerade eben, gucke ich auf Ihren Stuhl, weil vor Ihnen hat Christian Lindner da drauf gesessen, jetzt auch schon wieder ein Weilchen her, der natürlich hier sehr, sehr klar gesagt hat, mit uns wird es keine Steuererhöhung geben. Im Gegenteil, wir müssen die Steuern senken für die hart arbeiten und so weiter. Die Position ist klar. Bei der SPD ist, glaube ich, genau die Gegenposition da. Und Sie sagen den, Ihren Wähler und Wählerinnen durchaus, Sie müssen mit steigenden Steuern rechnen. Wer und wo muss damit rechnen? Also mit einer Belastung und wer muss vielleicht auch mit einer Entlastung rechnen? Also ich möchte einmal klarstellen, ich will Herrn Lindner gar nichts nahe treten. Corona-Pandemie, Flutkatastrophe, all diese Dinge kosten Geld. Geld kann man nicht anpflanzen, um es mal ganz platt zu sagen. Irgendwoher muss das Geld kommen. Es gibt Menschen in diesem Land, die eine Menge Geld verdient haben, auch in Krisenzeiten. Das gönne ich diesen Menschen auch, das gönne ich auch den Unternehmen. Aber diese Menschen, die zu jeder Zeit, zu jeder Krisenzeit Unmengen an Geld anhäufen, unabhängig davon, ich will gar nicht in Frage stellen, ob diese Menschen sich das verdient haben oder nicht. Die können sich noch stärker daran beteiligen. Und zur Wahrheit, und das ist mein Selbstverständnis von Politik, gehört dazu, die Menschen nicht anzulügen. Zumindest im Rahmen meiner Möglichkeit, was kann ich den Zuhörenden, was kann ich den Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis sagen? Klar wird es Steuererhöhungen geben. Die SPD möchte den Spitzensteuersatz erhöhen für Menschen, die sehr viel verdienen, möchte eine Vermögensteuer von 1% einführen. Das würde, es ist ausgerechnet worden von der Bundespartei, von den Kolleginnen und Kollegen, im Jahr 10 Milliarden Euro einbringen. Das sind 10 Milliarden Euro, die wir brauchen. Und ich glaube, dass der Verwaltungsaufwand und der bürokratische Aufwand, der da immer als Gegenargument genommen wird, dass der im Verhältnis gesehen nicht so ist, dass man sagt, lohnt sich nicht, Vermögensteuer, Spitzensteuersatz. Wir möchten kleinere Einkommen. Möchten wir entlasten, dass wir die Spitzensteuer eben nicht zu tief ansetzen. Es ist ein Mythos, der uns Sozialdemokraten immer vorgeworfen wird, jetzt geht es an euer Geld. Nein, es geht, und das gehört so weit dazu, an das Geld der Menschen, die eine Menge verdienen, weil unsere Gesellschaft kostet eben Geld. Der Krankenwagen, der rumfährt und Kranke abholt, die Straßen, die Schulen, all diese Dinge, unsere gesamte Infrastruktur, die lässt sich eben nur mit Geld finanzieren. Und die Menschen, die in diesem Land leben, und ich möchte das deswegen begründen, weil das so wichtig ist, die nutzen unsere Infrastruktur. Reiche Menschen, ich sage plakativ, reiche Menschen schicken ihre Kinder in der Regel auf unsere Schulen, die durch uns alle bezahlt werden, nutzen unsere Straßen, nutzen unsere Krankenhäuser, was völlig in Ordnung ist. Aber diese Menschen, die können sich das leisten, behaupte ich, sich noch stärker am Gemeinwohl zu beteiligen. Gut, das Gegenargument ist natürlich nicht nur, dass es sich nicht lohnt bei der Vermögenssteuer, sondern eben auch, dass durch eine höhere Besteuerung der leistungsfähigen, um es mal mit diesem Begriff zu also wirtschaftliche leistungsfähigen in dem Sinne, dass sie als Unternehmer tätig sind, dass sie über hohe Kapital verfügen, dass das die wirtschaftliche Aktivität dämmt und damit wiederum die Steuer, die Einnahmekraft des Staates reduziert. Also platt gesagt, auf der einen Seite, wir geben den Unternehmern viel Freiheit, wir entlasten sie und wir lassen ihnen freien Lauf. Sie erwirtschaften mehr und es kommt allen zugute. Das ist die neoliberale Interpretation. Ihre ist die entgegengesetzte, die dann nochmal lautet. Menschen, die unsere Infrastruktur benutzen und in einem System wie unserem Leben, was eine Menge Geld kostet, sollten sich näher daran beteiligen. Aber ein Gegenargument, ich sag's, weil das auch immer wieder kommt, auch am Wahlkampfstand. Die reichen Menschen, die lassen sich das, so heißt es, lassen sich das nicht bieten und wandern irgendwann aus. Das wird denen dann zu viel. Ich glaube nicht, dass so eine Infrastruktur wie unsere in ganz Deutschland, nicht nur im Rheinisch-Bergischen Kreis, dass man diese in anderen Ländern genauso vorfindet und dass man sich dann vielleicht zweimal überlegt, verlasse ich unser Land? Das Argument, das ist viel zu einfach zu sagen, die gehen irgendwann, die haben keine Lust.
Glaube ich nicht. Die erwirtschaften ihre Gewinne in unserem Land, tun das gerne, ich gönne es denen. Und deswegen werden die sich zweimal überlegen, ob die wirklich gehen. Gut, ja. Respekt, haben Sie gesagt, und alles, was damit zusammenhängt, ist das große überbordende Thema. Und haben aber in einem Nebensatz gesagt, auch die SPD kümmert sich in diesem Jahr auch um das Klima. Ist jetzt ein bisschen noch mehr klein gemacht, als es wahrscheinlich von Ihnen gedacht ist. Welche Rolle spielt Klimaschutz, welche Rolle spielt Umwelt- und Naturschutz mittlerweile für die SPD? Mittlerweile ist gut. Wir Sozialdemokraten haben schon immer an unsere Welt gedacht. Das Thema ist aber, es ist in allen Parteien und in allen Köpfen ein Glück, egal unter welchen Umständen, die teilweise sehr schlimm sind, präsenter geworden. Viel mehr Menschen erachten das Thema als wichtig. Finde ich super. Wir glauben, und da unterscheiden wir uns nicht von den Menschen, die SPD als Konstrukt, so nenne ich das mal, dass wir wissen, dass es unsere Welt nur einmal gibt und dass unsere Welt noch lebenswert bleiben soll. Weil wir alle hoffen, dass wir am nächsten Morgen, egal ob morgen, übermorgen, in 10 Jahren, in 20 Jahren, noch eine lebenswerte Welt haben. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder, Enkelkinder, wie auch immer. Die Dringlichkeit ist jetzt vielleicht viel, viel deutlicher geworden. Aber nicht nur bei uns als Sozialdemokraten, sondern bei allen Parteien, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Wir verfolgen alle das Geschehen. Es gibt Parteien, die stellen das in Frage, was schlimm genug ist, was traurig genug ist. Und wir stellen das Thema zu dieser Bundestagswahl noch viel mehr in den Fokus als vorher. Was ist die Antwort der SPD auf den Klimawandel? Wo genau würden Sie im Kern ansetzen? Was ist das Hauptprogramm? Und vielleicht auch so ein bisschen, wo unterscheiden Sie sich da auf der einen Seite von der CDU und auf der anderen Seite von den Grünen? Gibt es einen eigenen Weg der SPD? Wir haben beschlossen, beziehungsweise wir nehmen uns vor, bis 2045 klimaneutral zu wirtschaften. Wir möchten bis 2030 führend in der Wasserstofftechnologie, in der Wasserstoffproduktion und Verarbeitung werden. Wir möchten ein Land haben, in dem viele Menschen sesshaft sind und arbeiten und studieren, die sich um dieses Thema Klimaschutz kümmern. Wir möchten die erneuerbaren Energien noch viel mehr ausbauen. Das plakativste Thema ist ja die Abstandsregeln von Windkraftanlagen oder eben der Genehmigungszeitraum. Wenn Sie eine Windkraftanlage beantragen, so will ich das mal sagen, dann dauert das 6 Jahre. 6 Jahre sind eine verdammt lange Zeit, damit wir auf das Thema Klimaschutz aufmerksam werden und gewappnet sind. Das Ganze kann man, wenn man das entbürokratisiert, auch viel schneller laufen lassen. Was uns bewusst ist, wir müssen endlich tun, damit das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird, damit unsere Welt tatsächlich noch lebenswert bleibt. Ich glaube, das ist uns als Sozialdemokraten ganz besonders wichtig. Aber um nochmal die Verlinkung zum Thema Respekt zu finden, dass wir alle Menschen mitnehmen. Zum Beispiel auch, was die energetische Umrüstung von Heizungssystemen angeht. Sie als Vermieter können gewisse Dinge, wenn Sie diese in Ihrem Haus machen, steuerlich absetzen, abschreiben, wie auch immer. Als Mieter haben Sie das weniger in der Hand. Und da müssen eben Vermieter unterstützt werden, wenn sie energetisch umrüsten. Aber die Mieter, die dürfen das nicht zu spüren bekommen. Ich wohne in einer Wohnung, in keinem Haus. Ich habe nicht in der Hand, was mein Vermieter für ein Heizungssystem eingesetzt hat. Und das sind so kleine Stellschrauben, wo wir versuchen, auch vor Ort mit anzupacken und etwas zu ändern. Klimaneutralität bis zu welchem Jahr und so weiter und so fort, das sind ja natürlich die Punkte, die mittlerweile einem breiten Konsens. Also es gibt natürlich Parteien, von denen Sie sprachen, die das ignorieren, zumindest ein oder zwei. Wo bewegt sich die SPD da? Sind Sie näher bei den Grünen? Sind Sie näher bei der CDU? Vielleicht auch Sie persönlich? Wird zu viel? Wo liegt der Ehrgeiz, fragen wir es mal so herum, für die SPD? Ich glaube, wir befinden uns auf unserem eigenen Weg. Distanzieren möchte ich mich tatsächlich ganz stark von der CDU. Ich habe auch ich bin nicht nur Kandidat, sondern auch ganz normaler Mensch und Bürger. Ich verfolge auch so etwas wie den WDR-Kandidatencheck zum Beispiel. Und dann höre ich den CDU-Kandidaten und stelle mit Erschrecken fest, dass da sehr viel auf Freiwilligkeit gesetzt wird. Und ich glaube, die Zeit der Freiwilligkeit ist vorbei. Wenn der Staat nicht noch stärker in den Klimaschutz investiert, dann wird das nichts.
Wir haben ambitionierte Ziele, die wir aber erreichen können. Ich würde mich auch nicht den Grünen anbiedern. Ich glaube, die Grünen haben ihr Programm, das ist auch gut so. Gerade für viele junge Menschen und mich glaube ich, dass die SPD die richtigen Antworten liefert zwischen Klimaschutz und wie schaffen wir es sozialverträglich. Mhm. Dieses Wort hört man so oft in so vielen Gelegenheiten. Aber es ist eben so, dass wir den Klimaschutz sozialverträglich für alle Menschen in unserem Land gestalten. Deswegen würde ich sagen, wir fahren unseren eigenen Weg und davon bin ich überzeugt. Ist das eine Einschränkung des Klimaschutzes, dass man sagt, wir haben hier einen gewissen Zielkonflikt, maximale Kraft und Ziele darauf setzen, den Klimaschutz, die Klimaneutralität so schnell wie möglich herzustellen, andererseits aber die soziale Gerechtigkeit weder aus den Augen zu verlieren noch überhaupt irgendwie zu beschädigen. Ist das irgendwo ein widerstrebendes Ziel? Lässt sich das beides miteinander wirklich vereinbaren? Ich denke, das lässt sich miteinander vereinbaren. Ich glaube, die Schwierigkeit, die Sie ansprechen, ist tatsächlich, wie schnell setzen wir das um? Klar würde ich mir wünschen, dass das schneller geht. Aber wenn wir noch nicht unabhängig sind, was die Energieversorgung angeht, von leider noch von fossilen Brennstoffen, dann fällt es mir schwer zu sagen, wir schalten jetzt einfach den Schalter ab und wir haben ja plötzlich nicht Windkrafträder gebaut oder Solaranlagen auf allen Dächern installiert oder die energetische Umrüstung in den Heizungssystemen der Häuser installiert. Das geht leider nicht. Deswegen glaube ich, das passt zusammen und schließt, das eine schließt das andere nicht aus. Sind wir denn im Moment schnell genug unterwegs bei diesem Thema? Also sind wir auf so einem Pfad, also die Erkenntnis ist ja, glaube ich, bei sehr vielen da, ja. Jetzt geht es ja eigentlich nur noch um die Frage, welche Maßnahmen mit wie viel staatlichem Druck, Anreizen oder auch Zwang. Sind wir da auf einem vernünftigen Pfad im Moment oder heißt es da eigentlich, hier muss jetzt auch mit der Bundestagswahl ein tatsächlicher Schnitt passieren? Genau das ist der Punkt. Ich möchte hier, ich glaube, die Menschen, die durchschauen das, ich möchte hier wirklich keine Parteipolitik betreiben. Das Problem ist beim Thema Klimaschutz, wir waren in der Bundesregierung gewesen und unsere Bundesumweltministerin hätte sich tatsächlich gewünscht, ich habe persönlich mit ihr gesprochen und in vielen Pressemitteilungen und Gesprächen habe ich das selber erfahren, sie hätte gerne viel mehr, viel schneller etwas getan. Das war nicht möglich mit der CDU auf Bundesebene. Ne? Deswegen will ich das voranschicken, dass ich hier nicht irgendein Bashing betreiben will. Ich glaube, dass die Bundestagswahl zum Wohle von uns allen und zum Wohle des Klimas ein Scheidepunkt werden wird. Dass es da, Sie haben es angedeutet, richtig an Fahrt aufnehmen wird. Wenn, ja, es ist jetzt auch vielleicht ein bisschen doof, aber ja, wenn wir als Sozialdemokraten, wenn die Partei Bündnis 90 Die Grünen unser Land regieren und mitgestalten dürfen. Ich glaube, mit einer CDU, die auf Freiwilligkeit setzt, ist das nicht möglich. Gut, ja, auf die verschiedenen Koalitionsmöglichkeiten kommen wir vielleicht ganz zum Schluss nochmal. Die taktischen Sachen bleiben vielleicht nochmal bei den inhaltlichen Themen. Ich würde jetzt auch nochmal hier ins Publikum fragen, sowohl hier im Saal, naja gut, Raum ist es eher als ein Saal, und auch nochmal in die Facebook-Gemeinde. Gibt es ein Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Also wir haben jetzt über soziale Gerechtigkeit gesprochen, über Respekt, über Klima. Was sind die großen Themen, die ansonsten gerade mit einem SPD-Kandidaten nochmal diskutiert werden sollten? Ich gucke also auch mal nebenbei, bitte nehmen Sie das jetzt nicht als Unhöflichkeit, tatsächlich auf dem Facebook-Stream, ob es da Kommentare gibt. Die sehe ich jetzt allerdings auf den ersten Blick inhaltlich nicht. Da geht es eher um technische Fragen, die hatten wir zum Glück geklärt. Nochmal ins Publikum hineingefragt. Wir haben also, wie gesagt, Klima und soziale Gerechtigkeit haben. Was wäre der dritte große Themenblock, den Sie sich wünschen? Sie haben ja schon mehr angesprochen als das beide. Soziale Gerechtigkeit. Also es war schon etwas runder. Ja. Ich hätte jetzt keinen Wunsch sozusagen an dem Punkt, was ich unbedingt anzusprechen. Gut, ja, dann gebe ich die. Ja, doch, bitte. Ja, also wie ist es denn? Wir müssen ja befürchten, dass es jetzt doch eine große Flüchtlingswelle gibt. Wie wird denn die SPD das sehen? Ist die Gefahr groß? Haben wir eine Chance, dass auch mit Respekt, aber auch für die gesamte Gesellschaft verträglich zu regeln? Ich nehme die Frage noch mal kurz auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt verstanden worden ist in der Übertragung. Hintergrund ist wahrscheinlich eben halt Afghanistan. Mhm. Sie fragen nach der Möglichkeit, dass es eine Flüchtlingswelle gibt.
wie können wir damit umgehen, mit dem Stichwort Respekt, um da unsere Antwort zu geben als deutsches Staat? Mhm. Erst einmal nur von der Begrifflichkeit, ich würde es gar nicht Flüchtlingswelle nennen, sondern Menschen, die auf unserer Welt Schutz suchen, weil schreckliche Dinge auf dieser Welt passieren. Ich glaube, dass unser humanitärer Auftrag, unsere humanitäre Pflicht ist, den Menschen in dem Land zu helfen, für Frieden zu sorgen. Dass die Menschen, die dort leben, nicht in Frieden leben können, müssen wir helfen, in sichere Staaten zu kommen. Ob das bei uns in der Bundesrepublik ist oder in anderen Ländern angrenzend, in dem Fall Afghanistan, weil das angesprochen wurde, oder eben auf andere Länder der Europäischen Union. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir wirtschaftlich so gut aufgestellt sind, dass wir anderen Ländern finanziell unter die Arme greifen können, Flüchtlinge aufzunehmen. Aber eben auch Menschen, unseren Verbündeten, die jahrelang an unserer Seite gestanden haben und für Werte wie Demokratie, Weltoffenheit, Frieden und all diese Dinge gestanden haben, aufzunehmen. Es wäre gelogen, wenn ich sage, wir machen die Türen zu und da kommt keiner. Mhm. Wir müssen es aber schaffen, und das geht im Allgemeinen für Menschen, die auf der Flucht sind, fair zu verteilen. Es gibt Länder in der Europäischen Union, die sind wirtschaftlich ähnlich stark wie wir als Bundesrepublik. Die sollten sich, weil der humanitäre Auftrag nicht nur auf unserer Seite liegt, sondern auf der ganzen Welt, genauso daran beteiligen. Aber erst einmal würde ich die Frage gar nicht aufstellen, wer nimmt wie viel und was für einen Verteilungsschlüssel ganz bürokratisch nehmen wir da auf, sondern wie können wir den Menschen ganz konkret helfen und aus dieser wahnsinnig schwierigen Situation rauszubekommen. Die Frage richtete sich ja auch dahin, sind wir als Gesellschaft stark genug, erneut eine größere Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ja, und aber andererseits vielleicht dazu ergänzend, weil wir vorhin von Fachkräftemangel sprachen, diese Leute jetzt gerade, die schon dort tätig waren für die Streitkräfte oder für die Hilfskräfte in Afghanistan, die sind ja sicherlich auch entsprechend ausgebildet. Die Mehrzahl kann ja auch schon Deutsch und die werden uns sicherlich hier auch nützlich einsetzbar, könnte ich mir denken. Ja, es wird ja manchmal in dem einen oder anderen Medium unterstellt, dass das Leute sind, die nicht lesen und schreiben können und irgendwie aus dem letzten Land kommen, was irgendwie die Welt gesehen hat. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die zu uns kommen, die haben eine abgeschlossene Berufsausbildung. Da geht es dann darum, wird der Schulabschluss, wird die Berufsausbildung anerkannt? Gibt es diesen sprachlichen Wortschatz, der benötigt wird, um teilzunehmen, gibt es den? Ja, dann immer her mit diesen Menschen, die unsere Gesellschaft auch bereichern. Nicht nur, weil sie hier arbeiten, sondern weil es auch zu einer kulturellen Öffnung kommt. Das schließt sich am Thema Integration ganz stark an. Es gibt ja immer wieder Menschen, und ich glaube, unsere Gesellschaft, um auch auf Ihre Frage zu antworten, ich glaube, unsere Gesellschaft ist stark genug, das nicht zu ertragen, sondern unsere Gesellschaft ist stark genug, diese Menschen aufzunehmen und ihnen einen neuen, sicheren Hafen zu bieten. Glaube ich, bin ich fest von überzeugt. Wenn diese Menschen zu uns kommen, gibt es niedrigschwellige Sprachangebote. Schaffen wir es, diese Menschen ins Berufsleben zu integrieren? Kinder, die zu uns kommen, Jugendliche, die zu uns kommen, in Schul- und Berufsausbildung zu stecken. Ich glaube, da und da liegt das Problem in unserer, noch nicht mal Gesellschaft, sondern in diesen bürokratischen Einrichtungen, dass da noch viel schneller, viel agiler gehandelt werden muss. Ein Asylverfahren dauert hier manchmal mehrere Jahre. Und in diesen Jahren bekommen die Menschen keine Arbeitserlaubnis, können nicht arbeiten. Das ist nicht nur für das Bruttoinlandsprodukt wichtig, sondern auch für das eigene Gefühl, dass man Teil der Gesellschaft ist, dass man gebraucht wird, dass man nützlich ist. Und dann gibt es eben auch die Fälle, in denen dann Menschen eben nicht in den Wohnungsmarkt integriert werden. Ja, wir haben einen angespannten Wohnungsmarkt und wir müssen versuchen, alle gleichermaßen in den Wohnungsmarkt zu integrieren. Menschen, die schon ewig hier leben, aber auch Menschen, die schnell zu uns kommen. Im Osten des Landes, so munkelt man, wie beschreibe ich das? Es ist ein wenig schwierig.
Man hat Vorbehalte gegenüber anderen Menschengruppen, wenn man nicht so stark mit diesen in Kontakt ist. Bei uns im Westen, ohne jetzt Ost und West irgendwie gegeneinander ausspielen zu wollen, kommt man mit Menschen aus fremden Ländern viel, viel besser klar, weil man weiß, das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Das sind Menschen, die haben einen Schulabschluss, die sprechen die Sprache, die sind überwiegend, die sind nicht kriminell, die wollen teilhaben. Ich glaube, das kann unsere Gesellschaft. Nur die Bürokratie, die muss abnehmen. Mhm. Gut, ja. Ich habe eine Bemerkung dazu machen. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hat heute in einer Pressemeldung gesagt, wir brauchen in der nächsten Periode 400.000 Menschen als Zuwanderer, allein um den Fachkräftebedarf in Deutschland einigermaßen abzudecken, weil die Menschen hier einfach viel, viel älter werden und viel aus dem Arbeitsprozess ausscheiden und nicht entsprechend genügend Menschen da sind, um diese Lücke dann zu füllen. Ja, auch das muss ich jetzt nochmal kurz übersetzen. Aus dem Publikum kommt der Hinweis, dass heute der Chef der Arbeitsagentur darauf hingewiesen hat, dass wir aufgrund des demografischen Entwicklung in Deutschland 400.000 Personen an Fachkräften brauchen in den nächsten Jahren, um tatsächlich diese demografische Lücke zu füllen. Fachkräfte ist ja in den letzten Jahren ja auch irgendwann mal zwischendurch zu so einem Code geworden für eben halt die Gegner der Integration, der Einwanderung. Dieser Blick auf die Menschen, die kommen und Fachkräfte, ist das, fühlen Sie sich dabei wohl, wenn man das so fast auch ein bisschen verkürzt? Jein, ich glaube, die Anmerkung aus dem Publikum ist richtig. Wir brauchen Menschen aus dem Ausland, die zu uns kommen, nicht zuletzt, weil sie Fachkräfte sind, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich picke mir die Rosinen raus. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Ja. Es kommen Menschen zu uns, die bringen einen gewissen Wissensschatz mit und der bereichert uns. Und wenn das eine Fachkraft ist, die aus dem Ausland zu uns kommt und Arzt ist, Ingenieur ist, welchen Bereich auch immer da gerade abgedeckt wird, dann ist das schön für uns. Dann füllt uns das aus, aber das sollte nicht das Hauptaugenmerk sein. Wie gesagt, es ist neben dem Fachkräftemangel, finde ich, und das sage ich aus tiefster Überzeugung, unsere humanitäre Pflicht und Verordnung, Menschen, die Schutz suchen, die ihre Heimat verlieren aufgrund von Krieg, Vertreibung, von schlimmen, ganz schlimmen Lebensumständen, den Schutz zu bieten. Ja, ich möchte jetzt gerade, deshalb gucke ich hier nochmal in den Computer hinein, nochmal eben auch eine Frage aus dem Publikum aufgreifen, also sprich jetzt in diesem Fall aus dem Facebook-Publikum. Wir hatten am Anfang schon über Pflegeberufe gesprochen, im Zusammenhang mit Respekt. Mindestlohn, und dazu kommt jetzt die Nachfrage nochmal, über den Mindestlohn hinaus, wie kann man oder was will die SPD tun, um Pflegeberufe attraktiver zu machen? Was sind die konkreten Möglichkeiten, Anreize zu schaffen, in diesen Beruf hineinzugehen? Also erst einmal geht es um Ausbildungsplatzinitiativen, auch dass der Beruf an sich attraktiver gemacht wird. Und eben, dass das Gehalt gerade für pflegende Berufe noch höher angesetzt wird. Das heißt, dass der Mindestlohn da gar nicht der Maßstab ist, sondern dass wir da über den Mindestlohn hinausgehen. Das ist eine ganz starke psychische Belastung, im Pflegebereich zu arbeiten, und eine physische Belastung. Und viele schrecken davor ab zu sagen, diesen Beruf, den wähle ich. Er muss attraktiver gemacht werden, und das geht nicht nur eben durch eine Ausbildungsinitiative, Offensive, dass man sagt, Leute, wir brauchen Menschen, die diese Aufgaben übernehmen, das ist ein wichtiger Teil in unserem täglichen Leben, sondern eben auch den finanziellen Aspekt. Ich arbeite bei einer Krankenkasse und ich bekomme tatsächlich jeden Tag wiedergespiegelt von Menschen, die einen Platz in einer Pflegeeinrichtung suchen. Oder eben merken, wie groß der Druck auf dem Kessel ist, dass sie wirklich im Pflegeheim sind, im Krankenhaus sind und das Personal da völlig am Ende sind. Und das nehme ich jetzt nicht als meinen eigenen Maßstab. Ich habe meinen Bundesfreiwilligendienst in einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke gemacht. Ich bin jetzt hier nicht der super pflegende Profi, das will ich gar nicht sagen oder mein Wissen als Maßstab setzen. Aber ich habe gesehen, wie viel Liebe, wie viel Zuwendung diese Menschen brauchen. Und wie auf der anderen Seite Mitarbeiter, die das schon viele Jahre machen, wirklich erschöpft sind, emotional und körperlich. Dass die gerne viel mehr geben würden, aber dass die wirklich fast am Ende ihrer Kräfte sind. Und da muss der Staat, muss da eingreifen und sagen, die müssen besser bezahlt werden. Es muss diese Kommerzialisierung aus dem Krankenhaus, aus dem pflegenden Bereich rausgenommen werden. Es muss mehr Personal eingesetzt werden. Nicht zuletzt, um die
Pflegebedürftigen zu unterstützen, sondern auch um die Mitarbeiter zu entlasten. Bei all diesen Themen, wo Sie sagen, wir müssten, wir sollten, wie auch immer, kommt einem natürlich immer in den Kopf, wir hatten es gerade bei der Klimafrage auch schon, die SPD ist ja nun mal in der Regierung. Es gibt einen Außenminister zum Thema Afghanistan. Bei der Gesundheitsministerin, gut, ist es jetzt wieder eine Sonderfunktion, aber sie war in der, oder die Gesundheitsministerin war von der SPD und wird jetzt auch stellvertretend von der SPD weiterhin betreut, dieses Ressort. Wie weit ist die SPD eigentlich frei, sich davon, von dieser jetzigen rot-schwarzen Koalition, schwarz-roten Koalition, freizustrampeln, zu sagen, naja gut, das ist Vergangenheit, wir wollen jetzt was anderes. Oder wie weit sind Sie immer wieder in der Defensive zu sagen, naja gut, dafür stehen wir auch, dafür müssen wir auch gerade stehen, was in den letzten Jahren passiert ist oder nicht passiert ist. Politik ist immer Kompromiss. Jetzt kann man sagen, das waren sehr schlechte Kompromisse. Kann man sagen, ich will es gar nicht in Frage stellen. Ich bin nicht Teil der Bundesregierung, ich bin kein Abgeordneter. Natürlich macht mich das nicht frei von der Verantwortung. Ich bin Parteimitglied und kandidiere für den Bundestag. Mein Angebot an die Menschen hier vor Ort ist, dass ich sage, ich möchte das anders machen. Ich möchte die Sorgen und Nöten und Nöte nach Berlin bringen und die Dinge, die ich erfahre, die ich selber erlebe, die möchte ich mit anpacken. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir auch als SPD, um in die Zukunft zu schauen, sagen, nach der Bundestagswahl, weil die Ausgangslage eine viel bessere ist, um anders regieren zu können als mit der CDU, diese Dinge noch konkreter anzupacken. Ihr Spitzenkandidat, Olaf Scholz, der ja im Moment auch einen sehr guten Lauf hat, um es mal so zu sagen, ist natürlich wirklich also Vizekanzler, Finanzminister und hat sich jetzt gerade in der Süddeutschen Zeitung mit der Merkel'schen Raute präsentiert. Das kommt für mich da als ein Symbol von weiter so. Wenn ihr mich wählt, wisst ihr, was ihr bekommt. Wir haben einen soliden Job abgeliefert. Frau Merkel wird nicht mehr da sein, aber ich bleibe. Interpretiere ich das richtig? Nein. Nein, glaube ich wirklich nicht. Die Merkel-Raute wird wahrscheinlich reiner Zufall gewesen. Das wird kein verstecktes Signal an die Menschen sein. Nicht versteckt, wählt das mich. War ja ein sehr offenes. Nein. Ja, ich glaube aber dennoch, dass das falsch gedeutet wurde. Olaf Scholz war am Zukunftsprogramm der SPD maßgeblich beteiligt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Olaf Scholz, so wie ich ihn kennengelernt habe, auch fest hinter den Vorstellungen, hinter den Forderungen, die in unserem Zukunftsprogramm stehen, dahinter steht. Es wird kein Weiter-so geben. Ich glaube, Olaf Scholz kann nach der Bundestagswahl, und das wünsche ich ihm, das wünsche ich den Menschen in unserem Land und mir selber auch, dass er da anders regieren kann. Natürlich wird es auch in der nächsten Bundesregierung, selbst wenn die SPD den Bundeskanzler stellt, Kompromisse geben. Ich glaube aber, dass die Ausgangslage auch in den anderen Parteien, zum Beispiel bei Bündnis 90 Die Grünen und ich werfe jetzt einfach mal den Begriff FDP in den Raum, eine andere sein wird, dass wir da anders regieren können. Gut, ja, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Die Merkel-Raute. Nein, ja, die Merkel-Raute, die haben Sie erklärt. Können Sie die machen? Weiß gar nicht, so, ne? Ja, so ähnlich, glaube ich. Das ist aber, liebe Zuschauende, das ist kein Bekenntnis an die CDU, das ist... Eine direkte Antwort auf meine Frage, ja. Genau. Wir haben ja den Termin heute, beziehungsweise Sie haben den Termin ja heute perfekt gewählt. Gerade heute kommt die neue Umfrage, die erste Umfrage, in der die SPD tatsächlich vor der CDU, also nicht nur vor den Grünen, sondern heute zumindest in einer Umfrage, 5 Wochen vor der Wahl, um 1 Prozentpunkt vor der CDU liegt. Woran liegt das? Haben Sie da eine Idee? Also ist das einfach nur die Schwäche der anderen oder trifft die SPD nun doch einen bestimmten Nerv? Ich bin davon überzeugt, dass die SPD den richtigen Nerv trifft. Oft wird den Menschen ja unterstellt, dass die gar nicht so mitbekommen, was in der großen, weiten Welt auf politischer Ebene passiert, gar nicht mitbekommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen sehr, sehr sensibel dafür sind, was gerade auf unserer Welt vor sich geht. Und ich glaube, dass die Menschen auch sehr, sehr sensibel dafür sind, was die anderen Kandidaten so treiben. Und auf welchen Kandidaten und auf welche Partei mit dem richtigen oder
nicht richtig im Programm setzen kann. Und ich glaube und ich deute die Zustimmung, das Ergebnis heute, reiner Zufall übrigens zu unserem Termin gewählt, aber schön, dass es so ist, dass das ganz bewusst von den Menschen so ist. Wie es nachher am Wahltag aussieht, natürlich können wir jetzt sagen, nachher liegen wir bei 26%, im Zweifel bei 19%. Ich habe keine, Wahrsagerkugel hier, aber ich glaube, dass das richtige Signal bei den Menschen angekommen ist und die Menschen in den Umfragen das richtige Signal nach Berlin und für die SPD senden und uns Rückenwind geben für die nächsten Wochen im Wahlkampf. Mhm. Ja, diese Kristallkugel hat keiner von uns, zumindest keine zuverlässige. Aber so viel ist schon mal klar, glaube ich. Es werden drei Parteien gebraucht, um die nächste Regierung zu bilden. Mit zweien wird es nicht mehr funktionieren, egal in welcher Konstellation. Sie haben schon so ein paar Andeutungen gemacht. Ich nehme mal an, die sogenannte Deutschlandkoalition, Schwarz-Rot-Gelb, ist nicht Ihre Wunschkoalition, oder doch? Nein. Ich hatte zuletzt Gelegenheit, ich glaube, mit Radio Berg war es gewesen, zu sprechen. Und da habe ich, und das sage ich gerne nochmal, auch für die Menschen, die jetzt zuhören, zuschauen, eine Koalition mit der CDU schließe ich für mich aus. Mhm. Dem kann ich nicht zustimmen. Wir haben gesehen, dass die letzten Jahre, wir haben vielleicht nicht schlecht regiert, aber das war eher ein Dahindümpeln wäre jetzt gemein, aber es wurde vor sich hin regiert. Und mit einer CDU bin ich fest von überzeugt, wird das auch weiter so gehen. Herr Tebroke war zuletzt überrascht, als ich das gesagt habe in Rösrath, wir waren nicht schlecht miteinander. Glaube ich auch, dass das menschlich gar kein Problem ist, dass man vielleicht miteinander regieren könnte. Aber was das Programm angeht und die Inhalte, die umgesetzt werden sollen, die können Sie mit der CDU nicht machen. Und Sie haben es richtig gedeutet, ich setze natürlich auf die Ampel. Darf ich da noch mal ganz kurz den einen Zwischenschritt noch dazwischen fragen? Also Sie sagen jetzt, Sie würden keine Koalition mit der CDU wählen. Sie werden nun auch sehr wahrscheinlich nicht der Verhandlungsführer sein, sondern das wird Olaf Scholz sein. Sprechen Sie da für sich ganz persönlich oder sprechen Sie auch für die SPD, soweit Sie das jetzt, auch Sie können die SPD nicht festlegen, aber soweit Sie das jetzt einschätzen? Also ist das eine Konsensmeinung in der SPD? Oder? Nein. Wenn ich spreche, dann spreche ich für mich selber. Ich kann meinen Parteifreunden in Berlin und anderswo nicht vorgreifen und sagen, das ist die gefestigte Meinung und die habt ihr zu vertreten. Es ist richtig, das wird auch Olaf Scholz sehr oft vorgeworfen, dass er sich nicht festlegt. Ich glaube, man muss den Wählerwillen respektieren bis zum Wahltag, was die Wählerstimme angeht, darüber hinaus natürlich auch, also nicht falsch verstehen. Aber das Wählervotum, das haben wir am Wahltag. Und dann entscheiden die Wählerinnen und Wähler in unserem Land, wie könnte das hinhauen. Und am Ende muss man sich anschauen, mit welchen Parteien gibt es große Schnittmengen. Meine persönliche Meinung ist mit der CDU nicht. Mit den Grünen, selbst mit der FDP wird es schwierig. Aber sie schaffen es nicht mit zwei Parteien. Mit einer sowieso nicht, aber mit zwei Parteien in unser Land. Bei Ihrer Wunschkoalition, da hatte ich sich vorhin ausgebremst, die Ampel, damit haben wir hier in Bergisch Gladbach jetzt schon ein wenig Erfahrung. Was für Vorteile bietet so eine Koalition? Also SPD, nehme ich mal an, aus Ihrer Perspektive in der Führung mit einer starken Grünen-Fraktion und einer FDP-Fraktion. Das ist ja nun ein buntes Bild im wahrsten Sinne des Wortes. Wo liegt der Konsens innerhalb dieser drei Parteien? Sie haben das Thema Klima angesprochen. Bei den Grünen ist das Thema soziale Gerechtigkeit nicht so sehr stark ausgeprägt wie bei uns Sozialdemokraten, aber eben auch da. Bei der FDP haben wir vielleicht die Partei, die die Wirtschaftsinteressen auch mit im Blick hat. Allerdings, das ist jetzt schwierig zu formulieren, allerdings die Arbeit der nächsten Bundesregierung nicht zu stark ausbremsen dürfte. Die FDP braucht es im Bundestag, gar keine Frage. Die FDP braucht es auch, um zu sagen, Leute, wirtschaftlich ist hier und da was. Die vertreten eine bestimmte Wählerklientel. Glaube ich auch, dass das in Ordnung ist. Und deswegen würde das meines Erachtens nach auch hinhauen in einer Ampel. Mhm. Christian Lindner hat in der einen oder anderen Gelegenheit, ich habe es ja auch in unserem letzten Treffen Flirtversuch mit der FDP genannt. Hat er reagiert? Er hat geschmunzelt.
Er hat zumindest nicht ganz abgelehnt. Ich glaube, auch er ist sich bewusst, dass man erst die Wahl abwarten muss, ehe man sich irgendwie festlegt, mit wem man koalieren oder regieren möchte am Ende. Mhm. Es ist nicht so einfach zu sagen, diese oder jene Konstellation soll es werden. Am Ende entscheidet der Wähler nämlich ganz, ganz anders. Im Zweifel gibt es gar keine andere Möglichkeit. Uns und mir bleibt es eben, die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis und in unserem Land davon zu überzeugen, dass wir als Sozialdemokraten die richtigen Antworten auf die drängenden Fragen haben. Und erst einmal spiele ich auf Sieg und nicht auf Platz für uns. Gut, aber trotzdem nochmal, um an den Punkt zurückzukommen, es gibt natürlich gerade zwischen der FDP auf der einen Seite und Grünen und SPD mit verteilten Rollen sehr unterschiedliche Festlegungen. Steuersenkung, Steuererhöhung, Tempolimit, ja oder nein. Viele von diesen Sachen, wo Sie ganz klar sagen, mit uns wird es keine, also Sie sagen, mit uns wird es eine Steuererhöhung geben, die FDP sagt, mit uns wird es keine Steuererhöhung geben. Das sind aus Ihrer Sicht Vorfestlegungen, die aber später Teil der Verhandlungsmasse sind und trotzdem zu einem Ergebnis führen können. Ich denke richtig? Schon. Mhm. Politik ist Kompromiss und die FDP wird auch einsehen müssen, dass die Krise eine Menge abverlangt hat. Nicht nur menschlich, sondern auch finanziell und dass das Ganze refinanziert werden muss. Und da können Sie als Partei oder als Fraktion im Bundestag nicht einfach sagen, nö, will ich nicht. Also man kann die Augen nicht vor der Realität verschließen. Die ganze Welt kostet Geld. Das weiß auch die FDP. Ich will jetzt Herrn Lindner nicht vorwerfen, dass das Wahlkampfgeplänkel ist. Das steht mir gar nicht zu. Will ich auch gar nicht. Aber natürlich macht die FDP für eine bestimmte Wählerklientel Werbung. Ist auch in Ordnung. Aber dennoch darf man nicht die Augen davor verschließen, dass wir auf Geld angewiesen sind. Und in der Regel kommt das vom Starken, vom stärksten Teil unserer Gesellschaft, ja. Finanziell zumindest. Ja, ja. Gut, ja, im Moment ist es vor allem die SPD, dem Aufwind sich befindet. Wie gesagt, über die Wahlergebnisse, auch die Wahlergebnisse, eben nicht die Wahlergebnisse, sondern die Umfrageergebnisse von heute haben wir kurz gesprochen. Sind Sie zuversichtlich, dass das nicht zu früh kommt, dieses Hoch, dass Sie das tatsächlich auch durchhalten, Sie als SPD bis zum Wahltag? Also ich bin froh, dass das nicht wie bei Martin Schulz, einen schönen Gruß, der übrigens demnächst nach Bergisch Gladbach zu uns kommt. Ich sage es einfach völlig wertfrei, dass das nicht so läuft, dass unser Kandidat Olaf Scholz nicht am Anfang in den Umfragen ganz oben ist, sondern plötzlich irgendwo im Keller als Partei und mit ihm als Spitzenkandidat wieder aufwacht. Wie gesagt, es gibt Rückenwind, es gibt Rückendeckung. Und ich glaube, das ist nicht einfach eine Stimmung, sondern das ist ganz bewusst, was sich da in den Umfragen gerade widerspiegelt. Auch, Sie sagen es richtig, wenn das endgültige Wahlergebnis nicht darstellt im Grunde. Gut, ja, Herr Krasnitschi, vielen Dank für diese Tour de Raison, muss man wohl fast sagen, durch die vielen verschiedenen Themen. Sie haben sich auf jeden Fall nicht versteckt. Herzlichen Dank. Wir hören und sehen uns wieder bei den nächsten Bürgerclubs. Wir werden noch verschiedene andere Kandidaten vorstellen in diesem Gespräch als Ergänzung zu der Wahlarena, in der man ja in einer riesigen großen Runde wenig Zeit und Muße hat, Themen zu vertiefen. In diesem Fall können wir es. Wenn Sie sich für dieses Format interessieren, melden Sie sich an. Wir haben auf jeden Fall noch Gespräche mit dem Kandidat der Grünen, mit Mike Außendorf, mit dem Kandidat der CDU, mit Herrn Tebroke. Das heißt, die Themen, die wir heute besprochen haben, können wir auch noch mal aus verschiedenen anderen Blickwinkeln machen. Herzlichen Dank. Studieren Sie unseren Wahl-O-Maten. Wir hören uns wieder. Vielen Dank. Danke auch Ihnen für die Einladung. Gerne. Danke den Zuschauenden.